Hallo, heute zeige ich Ihnen, wieso der iLife V5S Pro ein super Schnäppchen für kleine und unkomplizierte Wohnungen ist. Außerdem sprechen wir darüber, was mit klein und unkompliziert überhaupt gemeint ist und warum günstig nicht immer gleich schlecht sein muss. Also, los geht's! In Zeiten, in denen Saug- und Wischroboter gerne mal 600 Euro aufwärts kosten, könnte man meinen, dass es sich beim iLife V5S Pro mit seinen knapp 200 Euro um Spielzeug handelt. Das ist aber nicht so. Ich habe den Roboter jetzt seit über einem halben Jahr bei uns zu Hause getestet und konnte ihn in dieser Zeit mit weiteren Robotern in allen möglichen Preisklassen vergleichen. Am Ende war ich zwiegespalten. Der V5S Pro kann einige Dinge wirklich gut. Für bestimmte Haushalte ist er aber nicht die perfekte Lösung. Wir schauen uns das Modell jetzt mal genau an und finden am besten gemeinsam raus, ob Sie den Hybridroboter kaufen sollten oder besser nicht. Wer den iLife V5S Pro auspackt, wird schnell feststellen, dass sich im Lieferumfang nichts Besonderes befindet. Das übliche Blabla rund um Seitenbürsten, Ersatzfilter, Wassertank und Co. ist wieder mit von der Partie. Für den günstigen Preis muss sich der Lieferumfang aber überhaupt nicht vor teureren Modellen verstecken. Alles dabei, was man so braucht, nicht mehr und nicht weniger. Ich hätte mich noch über einen Bürstenaufsatz gefreut, der bei der Teppichreinigung einiges mehr rausgeholt hätte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Teppiche reinigt der V5S Pro eher oberflächlich. Dazu aber gleich mehr. Die Fernbedienung ist so etwas wie die Kommandozentrale über den Roboter, denn eine App sucht man hier vergeblich. Mit dieser können Sie den Roboter beispielsweise zeitlich programmieren. Sie können ihm also sagen, wann er denn seine Reinigung starten soll, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Ich lasse den Kollegen gerne dann fahren, wenn ich schon auf dem Weg zur Uni bin, damit ich am Feierabend eine frisch gereinigte Wohnung vorfinde. Zusätzlich lassen sich mit der Fernbedienung allerhand Reinigungsprogramme einstellen. Neben dem klassischen Automodus können Sie den V5S Pro in den Kantenmodus, den Spotmodus und in den manuellen Modus versetzen. All diese Modi sind in meinen Augen unnötig, auch wenn uns jeder Hersteller immer wieder aufs Neue einreden möchte, dass die Dinge doch irgendwie total von Nutzen sind. Wieso sollte ich meinen Reinigungsroboter separat die Kanten reinigen lassen, wenn er das doch sowieso im Automodus machen sollte? Wieso sollte ich den Roboter einen 2 Quadratmeter Bereich besonders intensiv reinigen lassen, wenn ich doch mit dem Staubsauger viel schneller und gründlicher bin? Und wieso zur Hölle sollte ich einen automatisierten Saugroboter manuell steuern? Ich weiß, ich habe das Ganze etwas überspitzt dargestellt. Hin und wieder können solche Reinigungsprogramme durchaus mal nützlich sein, aber im Endeffekt nutze ich fast nur den Automodus. Ich möchte schließlich, dass mein Roboter völlig selbstständig meinen Haushalt reinigt, denn dafür habe ich ihn doch auch gekauft. Bevor Sie den V5S Pro auf Ihren Haushalt loslassen können, müssen Sie ihn kurz in Betrieb nehmen. Kurz ist hier auch das Stichwort, denn das funktioniert wirklich schnell. Zuerst stellen Sie die Ladestation an eine Wand und lassen zur Seite mindestens 1 Meter und nach vorne 2 Meter Platz. Bevor Sie den Roboter in die Ladestation stellen, schalten Sie ihn an. Den Schalter dazu finden Sie an der rechten Seite. Am besten lassen Sie den V5S Pro beim ersten Mal über Nacht laden. Bei allen weiteren Reinigungsdurchgängen benötigt er maximal 5 Stunden Ladezeit. Das ist zwar ein stolzer Wert, aber dafür kann der Roboter dank seines 2600 mAh starken Lithium-Ionen-Akku auch bis zu 130 Quadratmeter am Stück reinigen. Das ist ganz schön ordentlich. Der iLife V5S Pro fährt im Chaos-Modus. Das bedeutet, dass er sich nicht etwa nach System Bahn für Bahn vorarbeitet, sondern sich mehr oder weniger willkürlich durch Ihre Zimmer bewegt. Während teurere Modelle eine 100%ige Flächenabdeckung erreichen können, muss man den V5S Pro ordentlich lange fahren lassen, bis er wirklich alle Stellen gereinigt hat. Hin und wieder lässt er auch gern einzelne Stellen aus. Roboter wie der Diebold Osmo 930 oder der Xiaomi Roborock lernen die Wohnung samt Böden, Hindernissen und Raumaufteilung mehr und mehr kennen und berechnen so den effizientesten Weg durch ihre individuellen Räumlichkeiten. Davon kann beim V5S Pro überhaupt nicht die Rede sein. Im Reinigungsergebnis macht sich das aber gar nicht so stark bemerkbar, wie ich zuerst befürchtet hatte. Klar, der V5S Pro braucht länger und lässt hier und da mal eine Stelle aus, aber am Ende fährt er doch die meisten Bereiche ab. Es dauert nur einfach länger. Im letzten Testbericht hatten wir uns ja den iLife V80, sozusagen den großen Bruder des V5S Pro, angesehen. Der hatte eine richtig gute Saugleistung und dementsprechend hoch waren meine Erwartungen an den V5S Pro. Und was soll ich sagen? Für den günstigen Preis kann sich die Reinigung auf Hartböden auf jeden Fall sehen lassen.
jeweils 20 Gramm Mehl, Zucker und Haferflocken hat der Hybridroboter schnell mal weggesaugt. Auch mit Alltagsschmutz kommt er sehr gut klar. Staub, Haare und Trockenfutter, alles kein Problem. Aus den Kanten saugt der V5S Pro ebenfalls fast den ganzen Schmutz heraus, auch wenn er sie leider nicht parallel wie sein großer Bruder abfährt. In den Ecken bleiben allerdings kleine Reste zurück. Für diese Preisklasse reinigt der Kombiroboter Hartböden aber trotzdem wirklich außerordentlich gut und das angenehm leise. Auf Teppichen sieht das Ganze allerdings schon etwas anders aus. Klar, der Saugmotor, der im V5S Pro werkelt, hat ganz gut Power. Aber ohne Hauptbürste ist die Reinigung von Teppichen doch eher oberflächlich. Er kommt nicht so richtig tief in die Fasern hinein. Aber das ist in dieser Preisklasse nichts, was mich überrascht hat. Da habe ich schon wesentlich Schlimmeres gesehen. Den Saugbehälter müssen Sie übrigens nach jedem Reinigungsdurchgang leeren. Da passen eben nur 300 ml rein. Meine Oma sagt zwar immer, weniger ist manchmal mehr. Hier wäre mehr, aber definitiv mehr gewesen. Ansonsten schlägt sich der Alife V5S Pro sehr gut im Alltag. Er erkennt die meisten Hindernisse sehr zuverlässig und bremst vorher ab. Außerdem arbeitet er sich schön langsam um diese herum, damit er so wenig Stellen auslässt wie möglich. Treppen fällt er nie herunter, aber das ist mittlerweile Standard und kaum erwähnenswert. Hin und wieder ist der Roboter für meinen Geschmack etwas zu ungestüm, wenn er mal wieder kräftig Lust hat, die Ladestation seines Konkurrenten zu ignorieren und meterweit durch die Wohnung zu schleppen. Vielleicht passt es ihm auch einfach nicht, dass er nicht der einzige Roboter bei uns in der Wohnung ist. Seine eigene Ladestation erkennt er aber zuverlässig. So etwas ist aber die Ausnahme und in der Regel navigiert der V5S Pro zuverlässig. Er bleibt nirgends hängen, er fährt problemlos auf meine Teppiche und arbeitet sich auch in sehr enge Stellen hinein. Außerdem passt er mit seinen 7 cm unter die meisten Möbel. Wenn ihm mal der Saft ausgeht oder Sie den entsprechenden Knopf auf der Fernbedienung drücken, fährt er automatisch zurück in seine Ladestation. Das kann zwar manchmal etwas dauern, er hat sie bei mir allerdings dann immer gefunden. Der V5S Pro kann nicht nur saugen, sondern auch wischen. Wenn Sie den Roboter in den Wischmodus versetzen möchten, müssen Sie den Saugbehälter gegen den 300 ml großen Wassertank austauschen. Vorher füllen Sie den Tank natürlich auf und bringen das Wischtuch samt Befestigungsplatte am Roboter an. Das Wischergebnis haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker, kann aber trotzdem locker mit etwas teureren Modellen mithalten. Leichte Flecken wie Soßen bereiten dem V5S Pro keine Schwierigkeiten. Mit eingetrockneten und hartnäckigen Flecken hat er dagegen ordentlich zu kämpfen. Klar, auch wieder hier kein Hybridroboter, der das händische Wischen ersetzt. Anpressdruck und Wassermenge reichen einfach nicht aus. Das Wischen sorgt aber für einen schönen Glanz und auch für Allergiker ist das eine tolle Sache, da der Roboter mit seinem Mikrofasertuch Pollen aufnimmt. Das Wischtuch wird durch zwei Löcher im Tank kontinuierlich befeuchtet. Etwas mehr Wasser wäre durchaus nett gewesen, leider können Sie die Menge auch nicht per App oder Fernbedienung regulieren. Und bis das Tuch mal richtig nass ist, vergeht schon ein bisschen Zeit, da muss man doch ein bisschen Geduld mitbringen. Dafür hält der Wassertank ca. 80 Quadratmeter. Der V5S Pro besitzt natürlich keine Untergrunderkennung. Er fährt beim Wischen also über Teppiche. Klappen Sie große Teppiche am besten an Kanten ein und räumen Sie kleine aus dem Weg. Ich habe aber noch keinen Roboter unter 400 Euro gesehen, der weiß, wann sich ein Teppich vor ihm befindet. Deshalb kann ich das auch ganz gut verschmerzen. Die Wischleistung klingt auf dem Papier jetzt vielleicht nicht so überragend, für den günstigen Preis ist sie allerdings wirklich gut. Ich habe sie gerne hin und wieder mal eingesetzt. Die Wartung und Pflege des V5S Pro funktioniert sehr leicht und geht schnell. Wie ich vorher schon erwähnt hatte, sollten Sie den Saugbehälter nach jedem Durchgang reinigen. Entfernen Sie dazu einfach HEPA-Filter, Rückschlagkappe und Vorfilter. Dank der Kappe fällt aber auch kein Inhalt heraus. Anschließend können Sie den Saugbehälter leeren und mit Wasser reinigen. Mit dem Reinigungspinsel, der ordentlich groß geraten ist, können Sie dann die Filter und die Kappe von Schmutz befreien. Den Wassertank und das Wischtuch waschen Sie einfach aus und lassen es trocknen. Die Seitenbürsten können Sie ebenfalls hin und wieder von Haaren befreien, falls nötig, und bei Beschädigung austauschen. iLife hat ja ein Ersatzpaar im Lieferumfang dazugepackt. Den HEPA-Filter und das Wischtuch würde ich spätestens nach 4 oder 5 Monaten entsorgen, das hängt aber davon ab, wie oft der V5S Pro bei Ihnen zum Einsatz kommt. Auch hier liegt jeweils einmal Ersatz schon im Lieferumfang bei. Wenn Ihnen das Zubehör mal ausgeht, können Sie das bequem auf Amazon nachkaufen. Verarbeitet ist der Roboter der Preisklasse angemessen. Wer sich viel Plastik und Kunststoff wünscht, hier bitteschön. Aber gut, ja, das Teil kostet nur 200 Euro, dass irgendwo eingespart wird, war auch klar. Die Klappe zur Saugöffnung lässt sich aber problemlos öffnen und der Klickmechanismus funktioniert zuverlässig. Die Optik ist Geschmackssache, ich mag die Kombination aus Schwarz-Weiß-Gold, auch wenn der fachlich korrekte Begriff Champagnergold
mich eher weniger anspricht. Ich hatte ja zu Beginn bereits erwähnt, dass der iLife V5S Pro eher für kleine und unkomplizierte Wohnungen geeignet ist. Seine Navigation ist zwar in den meisten Fällen zuverlässig, er räumt aber dann und wann mal Kabel aus dem Weg und ist durch seine Chaos-Fahrweise nicht für die Reinigung eines ganzen Stockwerks auf einmal geeignet. Außerdem ist der Saugbehälter schnell mal voll. Wer also nach einer All-in-One-Premium-Lösung sucht, die zuverlässig 100 Quadratmeter am Stück reinigt, der wird mit dem V5S Pro nicht glücklich werden. Der Roboter möchte das aber auch gar nicht sein. Der niedrige Preis und die Art und Weise, wie er navigiert, zeigen deutlich, für was der iLife V5S Pro eigentlich gemacht ist. Für kleinere Wohnungen und Zimmer ohne viel Teppiche. Mehr ist bei diesem Preis auch wirklich nicht zu erwarten. Wer aber in einem kleineren Haushalt mit hauptsächlich Hartböden lebt, der wird den V5S Pro lieben. Während die Wischleistung im Preis einfach nur angemessen ist, sticht die Saugleistung besonders positiv hervor. Er hat keinerlei Probleme mit Staub, Haaren oder Krümeln. Der Motor hat genug Power, um Hartböden sehr zuverlässig zu reinigen und das bei einer angenehmen Lautstärke. Der V5S Pro ist unkompliziert und kommt ohne viel Schnickschnack gut aus. Inbetriebnahme und Wartung sind dementsprechend simpel gehalten und gehen schnell von der Hand. Manchmal ist weniger wohl eben doch mehr und meine Oma hat wohl öfter recht, als ich es mir eingestehen will. Zusammengefasst bietet der iLife V5S Pro viel von dem, was einen guten Hybridroboter ausmacht. Nicht mehr und nicht weniger, aber das zu einem sehr, sehr interessanten Preis. Gut, das war's. Wenn Sie näher am iLife V5S Pro interessiert sind, dann klicken Sie doch auf den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Dort kommen Sie zu unserem Testbericht und da finden Sie auch einen Preisvergleich und dann können Sie mal gucken, wo es den V5S Pro aktuell am günstigsten gibt. Und zum Schluss möchte ich mich noch einmal bedanken dafür, dass Sie dieses Video bis zum Ende angeguckt haben. Da steckt eine ganze Menge Arbeit drin und ich freue mich natürlich über jeden, den ich unterhalten und oder informieren konnte. Also, ciao und bis zum nächsten Mal. Missing someone. Is there someone missing someone?